Wunderschönen guten Morgen, liebe Kirsten. Ui, ich sitze nicht ausgewogen da. Ich hoffe, man kann uns gut hören und sehen. Liebe Ja, Leute da hallo, draußen. guten Christopher übrigens. Entschuldige, ich war jetzt gerade ganz aufgeregt. Was, wieso warst du aufgeregt? Ja, weil ich dieses Online-Gehen, das ist dann Es doch ist immer ja wieder. immer wieder ein Erlebnis, Kirsten. Ich weiß nicht, wie oft du online gehst. Gerade hast du mir verraten, du machst das heute noch viermal heute oder Also mit mit diesem dir vier. viermal, Mit ja. diesem Mal. Also, wer jetzt, also Kirsten, du bist ja wohl, wenn dann von uns beiden, die Profifrau beim Ja, Online-Gehen. ich werde immer besser und ich habe mir heute zu Ehren, weil wir ein spannendes Thema haben, auch sehr gleichschenklige Zöpfe gemacht. Wir werden gleich sehen, ob das auch wirklich gleichmäßig ist, Kirsten, ob das im Lot und in der Waage ist. Guten Morgen da draußen. Ihr hört, wir sind schon mitten in unserem Thema, denn heute im Tarotgarten geht es um die Gerechtigkeit. Indeed. Es ist die achte Karte der Reihe im Tarot de Marseille und folgt auf dem Wagen, den wir das letzte Mal behandelt haben. Ja, und ich denke mal, Kirsten, hier im Hintergrund sehen wir ein Bild, das wahrscheinlich die meisten von uns, wenn sie das Wort Gerechtigkeit hören, damit verbinden werden. Irgendwas mit Gericht, oder? Ja, gehe ich mal davon aus, wenn wir jetzt nicht gleich über Glaubensdinge reden, dann ist die irdische Gerechtigkeit, die mit dem Gericht zu tun hat, wahrscheinlich uns immer die nächste. Und damit verbunden das Gefühl, dass das da immer nicht so ganz gerecht zugeht. Ja, wir werden uns über diese Figur der Gerechtigkeit, lateinische Justitia, die griechische Themis, werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Aber diese Figur zum Beispiel, wie wir sie im Hintergrund sehen, das ist so eine, die wir wahrscheinlich irgendwo an irgendeinem Gerichtsgebäude in irgendeiner Form finden werden. Eine Dame, meistens mit verbundenen Augen, einer Waage in der Hand und einem Schwert. Wir kümmern uns um die Symbolik genauer, aber ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, die meisten werden unter Justice Justitia so etwas wie wir jetzt im Hintergrund sehen, ein Gerichtsgebäude. Übrigens interessant, dass ja viele Gerichtsgebäude so wie ein Tempel aufgebaut sind oder die Optik eines Tempels haben, zumindest mal die klassischen. Und das geht ja nun auch zurück auf die Antike, in dem Gerechtigkeit auch eine göttliche Angelegenheit war, also nicht einfach nur eine irdische. Ja. Genau. Was fällt dir zu diesem Thema ein, zum Gerichtsgebäude? Nichts, nichts, ich habe nichts getan. Ich war am Überlegen, ob das nicht dem geschuldet ist, dass die Gerichts, dass zu einer bestimmten Zeitepoche alles relativ templig aussah, ob es Gerichtsgebäude waren oder, also wir können auch sagen, dass Opernhäuser templig aussehen. Oder Parlamentsgebäude oder sonst etwas. Also ich frage mich, ob das wirklich direkt mit der Gerechtigkeit in Verbindung zu bringen ist oder einfach mit dem Stil einer Architekturepoche. Ich glaube, dass das beides ist. Also ich glaube, dass auf der einen Seite, wenn wir von der Oper sprechen, man könnte auch ein Musentempel sagen dazu, dass der Gedanke, dass Gerechtigkeit, aber auch Kultur und Kunst, Musik oder vielleicht auch ja, Politik immer mit einem göttlichen Verbindung gebracht wird, dass dies dazu führt, dass man sich eben, dass man nach außen in so eine Tempel Architektur nimmt. Aber tatsächlich in der Antike war das auch so. Gerechtigkeit wurde mit dem Göttlichen in Verbindung gebracht und mit den Göttern in Verbindung gebracht. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen auch heute noch Gerechtigkeit mit Glaubensdingen in Verbindung bringen. Ja, also was ist gerecht, ist die Frage, die man sich natürlich stellt. Ist es gerecht, das? Was ist im Gleichgewicht? Wir werden mal sehen, ob das überhaupt mit der Karte Gerechtigkeit im Tarot zu tun hat. Ich weiß nicht, kannst du da schon eine Prognose sagen oder schon eine kleine Vorschau liefern? Ist diese Vorstellung von Gerechtigkeit, die wir verbinden, etwas, was wir mit der Tarotkarte verbinden dürfen? Ich verbinde die Gerechtigkeit im Tarot sehr stark mit der übergeordneten Gerechtigkeit. Also sowas wie eine Art Ordnungsprinzip, nach dem man sich ausrichten muss. Also auch ein göttliches Prinzip, eine göttliche Ordnung vielleicht. Es besteht kein Zwang, aber wenn man
gut durchs Leben kommen will, ist es, glaube ich, nicht unpraktisch. Na, wir müssen immer unterscheiden zwischen so einer weltlichen Gerechtigkeit, die unsere Gesetzbücher beschreiben, und dann eben eine, die vielleicht eher von einem göttlichen Wesen verordnet wurde, die, wie sie in den 10 Geboten niedergeschrieben ist, zum Beispiel. Also die beide Formen der Gerechtigkeit. Die eine Gerechtigkeit ist nicht hinterfragbar, also die göttliche Ordnung ist nicht hinterfragbar, aber die weltliche Ordnung, Gesetze können sich ändern. Da Ja, kommt also dann. vielleicht sollten wir darüber reden, wenn die Karten kommen. Okay. Für mich spielt das schon zusammen, aber wichtiger ist die übergeordnete Gerechtigkeit für mich. Na, ich frage nur gerade, was du mit übergeordnet meinst. Ob du mit übergeordnet meinst, Also, mit das übergeordnet Gesetzbuch ist ja auch meine ich übergeordnet. etwas, was über den irdischen Gesetzen Über steht. den irdischen Gesetzen steht. Okay. Die Figur der Justitia. Eva fragt hier gerade, das sehe ich jetzt zum ersten Mal im Rahmentarot, ist die Gerechtigkeit die Nummer 11? Das kann unterschiedlich Kommen sein wir auf die doch drauf zu Frage. Da sprechen. kommen wir darauf zu sprechen, das ist nicht nur im Rabentarot anders, sondern hängt ein bisschen davon ab. Wir richten uns jetzt hier erstmal, nur so viel sei verraten, nach der Reihenfolge der ursprünglicheren Tarotformen, und da ist es die Nummer 8. Aber wir kommen drauf, Eva, dieses Rätsel können wir lösen. Ja, wir sehen hier eine stilisierte Darstellung der Gerechtigkeit, aber ich finde, man kann hier ganz gut die drei Attribute, die die Gerechtigkeit hat, gut erkennen, und ich würde gerne einfach mal durch die Symbole durchgehen. Wir sehen, sie hat ein Schwert in der Hand. Auch das wird oft anders dargestellt. Manchmal ist es erhoben, manchmal ist es gesenkt. Wir haben eine Waage in der anderen Hand, und wir haben ein Merkmal, das wir auch nicht bei jeder Darstellung der Gerechtigkeit finden, aber eigentlich gehört es dazu, nämlich die verbundenen Augen. Und wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch, was diese einzelnen Symbole bedeuten. Sieht sehr kitschig aus, dieses Bild. Welches dieses? Was du eben gezeigt hast, Ja, ja. warum? Ich weiß nicht, das sieht so, kommt aus so einem Comic-Heft irgendwie, finde Ja. ich so. Alles klar. Gerechtigkeit ist doch auch ein bisschen kitschig, oder? Wer glaubt denn schon Naja, an auf jeden Fall. Gerechtigkeit? Wer glaubt schon an Gerechtigkeit? Genau. Nur die hoffnungslos verlorenen Romantiker. Ja, aber immerhin, sie hat ein Schwert in der Hand. Kirsten, was ist deine erste Assoziation bei Schwert? Ja, das Schwert ist eine Waffe und das steht für mich im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit für Konsequenz. Also durchgreifen, Härte zeigen. Es gibt ja auch durchaus noch in manchen Ländern die Todesstrafe, die bei bestimmten Dingen angewandt wird, ob gerecht oder ungerecht. Ich habe gerade gehört, dass man in Amerika jetzt Leute wieder erschießen darf, weil sie keine Impfungen mehr haben. Entschuldigung. Ich glaube, es war in Texas. Das habe ich noch gar nicht gehört. Doch, doch, das haben sie letzte Woche gesagt. Naja, auf jeden Fall steht es für die Konsequenz. Und was ich automatisch mit Gerechtigkeit und Schwert verbinde, auch im Zusammenhang mit Tarot, ist das Urteil von Salomon, der ja, also die berühmte Geschichte, die zwei Mütter, die zu ihm kommen und sich um ein Baby streiten. Und er halt sagt, okay, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann teile ich das Baby in zwei Teile mit meinem Schwert. Und deswegen hat das auch immer was mit Gerechtigkeit zu tun, halt diese ganz konsequente Härte, die manchmal auch schwer nachvollziehbar ist. Ja, die Gerechtigkeit hält natürlich das Schwert auch in der Hand, weil sie natürlich in engem Verbund mit der Exekutive steht. Das heißt, die ausführenden Organe, wenn ein Urteil gesprochen wird, Gesundheit, wenn ein Urteil gesprochen wird, dann erfolgt natürlich dann die Konsequenz, die Anwendung des Urteils, die dann nicht mehr der Justitia obliegt, aber sie ist diejenige, die das Urteil verhängt. Und ich glaube, im Verhängen des Urteils, des Schwertes, das sie nun hebt oder senkt, das ist eben, manchmal sind die Darstellungen unterschiedlich. Hebt sie es, ist sie natürlich viel bedrohlicher. Dann wirkt sie natürlich als diejenige, die sagt, ich kann dir auch eben von mir aus auch das Leben nehmen. Aber ich kann dich natürlich auch an jeden Ort verweisen, der deiner Strafe gerecht wird. Und auf der anderen Seite kann es aber auch gesenkt sein. Manchmal
zeigt die Schwertspitze nach unten in den Darstellungen der Justitia, um anzuzeigen, dass sie grundsätzlich erstmal abwartet. Ne? Also, dass sie jetzt nicht sofort mit dem Schwert auf dich losgeht, sondern es ist ihre Option. Ja? Es ist in ihrer Gewalt. Ich finde es ganz schön, dass Bernd hier auch noch den Verstand mit reinbringt. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch etwas, was, wo ich dann bei Tarot auch noch drauf zu sprechen kommen würde. Aber das Schwert steht natürlich für die rationalen Entscheidungen, die es auch in der Gerechtigkeit gibt, anders als die emotionalen Entscheidungen. Ne? Also was empfinden wir als gerecht und was ist bei einem Kompromiss oder auf der Basis der Logik gerecht? Und ich würde gerne auch nochmal Monikas Beitrag erwähnen, den ich auch sehr schön finde. Gerechtigkeit ist für mich im ersten Blick etwas in Ausgleich bringen. Meine innere Ordnung und die äußere. Das finde ich einen schönen Denkansatz, Monika. Gut gesagt. Da werden wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, weil natürlich dieses in Balance bringen, in Ausgleich bringen ein weiteres Thema ist. Beim Schwert fällt mir natürlich auch noch ein, dass dieses Schwert ja auch, du sagtest, für Entscheidungen steht. Das Wort entscheiden, nach mancher Lesart kommt ja das Schwert aus der Scheide ziehen. Ob das so richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber in jedem Fall gibt es dann zumindest einen Gleichklang. Und es ist eben, eine Entscheidung muss gefällt werden. Ja? Also das heißt, es gibt dann nicht ein Vielleicht oder so. Ne? Ein Urteil ist immer eine Entscheidung. Natürlich kann sie angefochten werden. Auch hier beim Wort Anfechtung hören wir schon wieder auch so ein bisschen die martialischen Töne, die damit verbunden sind. Und und am Ende des Tages ist es vielleicht das Schwert des Henkers, ne? Wie auch immer. Das Schwert des Henkers oder wie Eva hier schreibt, dass man mit einem Schwert auch Fesseln durchtrennen kann. Auch das ist ein guter Beitrag, ne? Denn ja. Wenn man unschuldig ist, kann man sich befreit fühlen, wenn die Gerechtigkeit aktiv wird. Das stimmt. Und Bernd erwähnt nochmal, Emotion sollte mit der Ratio einhergehen, zumindest wenn es um Gerechtigkeit geht. Das ist vielleicht etwas, was wir in den heutigen Tagen ja oft sehen, emotional kocht einiges hoch und dann kommt der Gesetzgeber und sagt, ja, aber es ist eigentlich so. Und wir müssen uns an den Buchstaben des Gesetzes halten. Das Schwert hilft uns sozusagen, die Ratio bei all diesen Entscheidungen im Vordergrund zu bewahren. Und ich hoffe nur, dass das Schwert gut geschliffen ist. Ja? Wenn wieder mal emotional. Weil eine emotionale Gerechtigkeit, das wäre ja dann sowas wie eine Lynchjustiz zum Beispiel. Ja. Da könnte man sagen, wo der Volkeszorn hochkocht und dann wird einer aufgeknüpft, weil man ihn für einen Hexer oder eine Hexe hält. Aber finde ich schwierig. Eine komplett empathielose Gerechtigkeit wäre auch nicht das Richtige. Also wir haben ja oft diese Fälle, dass Menschen, die Hartz IV beziehen, genau um einen Euro dann nicht Hartz IV bekommen, weil sie zu viel verdienen, 1 Euro. Und das ist dann, da finde ich die Gerechtigkeit sehr schwierig, wenn sie nur vom Ratio und vom Gesetz herkommt. Wenn wir jetzt mal vom Ideal her sprechen und das Schwert anschauen, das Schwert hat halt eine klare Kante. Also das heißt, das Schwert zieht die klare Grenze. Ja. Die Empathie liegt nicht im Schwert, würde ich mal sagen, sondern sie liegt dann in der Gesamtfigur. Wir können ja mal gucken. Ja, oder ob in dem nächsten Symbol, was du uns genau, noch vorstellen Genau, das wollte ich gerade sagen. Gib Gummi. Also an dieser... Nun ja, Kirsten. Bei uns sagt man drückt aufs Gas. Und... wählen uns im Süden doch eher gewählter aus, ne? Aber dieses Symbol kennt ihr alle, es ist die Waage. Ich habe es mal bewusst nicht die klassische Waagschalenwaage genommen, sondern mal so eine, wie man sie vielleicht im Kaufmannsladen findet. Und klar, etwas in Balance bringen, das hat natürlich jetzt mehrere Aspekte. In Balance bringen heißt natürlich, etwas ist aus der Balance geraten und nun muss man auf irgendeine Art und Weise, also Gerechtigkeit heißt, nicht nur richten, das wäre das Schwert, sondern es auch recht machen, also wieder richtig machen. Da, wo vorher vielleicht ein Ungleichgewicht war, weil
angenommen, jemand hat was geklaut, dann hat er ein Ungleichgewicht hergestellt. Nun muss der Richter, die Richterin das wieder ins Gleichgewicht bringen, ins Lot bringen, wie man so schön sagt, oder in Ordnung bringen. Und dafür steht die Waage, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und gut, das kann natürlich auch in ein Auge um Auge, Zahn um Zahn enden, ne, wenn man Sachen ins Lot bringen möchte, was auch wieder nicht ideal ist. Und da ist es dann super, wenn das Schwert wieder mit eingreift und sagt, okay, jetzt ist hier aber mal gut mit gegenseitig Augen ausstechen. aber naja, ist doch so. Ja, ich habe gerade überlegt, wie kommst du auf Augen ausstechen, aber gut. Ich habe Auge um Auge, da daher. Ja, dieses Sprichwort und dann fiel mir gerade die Serie American Gods ein, wo das ja ein Thema ist. Aha, aber egal. Was mir jetzt natürlich einfällt bei der Kombination Waage und Schwert, ist dieser Ausspruch so streng wie nötig, so milde wie möglich. Und dass die Waage steht natürlich dafür, dass man versucht, die Dinge erst irgendwie dann eine Konsequenz daraus zu ziehen, wenn das nicht mehr in der Balance ist. Aber solange es okay ist irgendwie, da das sich nicht gegenseitig zu sehr voneinander entfernt, die beiden Waagschalen, macht man halt nichts. Also es ist eher ein passives Prinzip und das Schwert ist eher ein aktives Prinzip der Gerechtigkeit. Ja, wobei ich sagen würde, also ich sehe es ein kleines bisschen anders, also ich finde, dass die Waage schon auch ein aktives Prinzip ist, denn man muss ja, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen, muss man ja etwas in die eine Waagschale legen. Also wenn die eine nach unten zeigt und ich möchte das Gleichgewicht herstellen, muss ich ja die Gewichte auf der anderen Seite ergänzen. Und das ist ein sehr frickelige Angelegenheit zum Teil. Also es ist so, bis das wirklich so, ich meine, wer schon mal so eine Kaufmannsladenwaage hatte und weiß, wie das mit dem Abwiegen ist, richtig so mit Gewichten links und rechts das so reinlegen, nicht so eine Computerwaage, dann muss man da schon fein austarieren. Also da muss man ein feines Gespür haben dafür, wann Gerechtigkeit ist. Und vielleicht gibt es das gar nicht, diesen absolut austarierten Zustand. Vielleicht gibt es immer irgendwo einen Moment, wo, das ist ja ein kippeliges Gleichgewicht, wo auch ein Lufthauch schon wieder das Ganze in Frage stellen kann. Also dieses so, da sehe ich auch das Bemühen oder das Ringen um Gerechtigkeit, sehe ich in dem Waageprinzip auch versteckt. Ja. Ja, also das widerspricht jetzt nicht unbedingt dem, was ich gesagt habe, oder? Weil du meintest passiv. Ja. Weil man was tun muss, deswegen meine ich das. Ne? Also ja, aber die Waage selbst tut nichts. Gut, das Schwert tut auch nichts. Okay. Ja, und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass hier eben auch dieses Prinzip der Gerechtigkeit, dieses Abwägen, das sagen wir im Deutschen ja auch, immer etwas hin und her wägen, abwägen. Also unsere Sprache verrät eigentlich im Grunde genommen da sehr viel. Kommen wir zu dem letzten Symbol, das mit der Justitia verbunden wird, nämlich die verbundenen Augen. Und ich habe schon gesagt, manchmal fehlen die bei der Justitia. Aber was heißt die verbundenen Augen? Es heißt, die Gerechtigkeit urteilt ohne Ansehen der Person. Und das steckt auch hier wieder in unserer Sprache drin. Ohne Ansehen, ohne hinzusehen, wer ist denn da? Wer sitzt denn da auf der Anklagebank? Ist das jetzt der reiche Pinkel oder ist das der arme Schlucker? Und die Gerechtigkeit darf sich davon nicht leiten lassen. Auch nicht von der Position in der Gesellschaft. Ja. Haben wir ja gerade wieder so Fälle, gerade wo Politiker sich sozusagen auf der Anklagebank in Anführungszeichen wiederfinden und genauso wie jeder andere damit rechnen müssen, vor den Kadi gezogen zu werden. Ich glaube, der Präsident von Brasilien gerade, der irgendwie ein Bart in der Menge genommen hat, ohne eine Maske aufzusetzen, der ist jetzt deswegen angeklagt worden. Echt? Gleiches Recht für alle. Ja, ob er cool. Natürlich dann am Ende des Tages mit der gleichen Strafe davon kommt wie ein anderer, das sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich sag ich, das ist eigentlich das Prinzip, ohne Ansehen der Person. Ja. Ja. Gleichzeitig die negative Seite dieser Augenbinde ist natürlich, dass man den Einzelfall
nicht betrachtet. Jetzt bin ich eingefroren, jetzt bin ich wieder da. Also da eben genau das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ne? Man urteilt halt nur nach Prinzipien, die festgelegt wurden, und dass der Einzelfall, der vielleicht noch ein bisschen anders liegt als andere Fälle, wird dabei außen vor gelassen. Also ich bin da ein bisschen ich stimme mit dir natürlich überein. Jeder Mensch würde gerne als Einzelfall beurteilt werden. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das Prinzip der Justitia, der Gerechtigkeit, das vorsieht. Ob das dann nicht sozusagen vielleicht in der nächsten Stufe zu finden ist. Aber zunächst einmal sollte die Gerechtigkeit wirklich ein Urteil sprechen nach den Prinzipien der höheren Ordnung oder der übergeordneten Ordnung. Und was bedeutet es für dich, wenn es ohne Augenbinde dargestellt wird, die Also ich habe Justitia? das ja in manchen Gerichtsgebäuden findet man das sogar. Und ich denke mir dann oft, naja, vielleicht ist das der Hinweis darauf, dass man eben manchmal doch, wie man so schön sagt, ein Auge zudrückt, je nachdem, wer da sitzt. Ist Ich in weiß nicht, Bayern, ob es ne? die Bedeutung ist, ne? Ist in Bayern, ne? Nein, die Justitia auf dem Gerichtsgebäude in Bayern hat eine Augenbinde. Sehr Aber ich habe schön. das zum Beispiel mal auf dem Justizgebäude in Dublin gesehen. Da habe ich das gesehen. War das Dublin? Ich glaube, Dublin war es. Ich weiß es nicht. Da habe ich es gesehen, und da habe ich mir dann schon gedacht, warum eigentlich? Ja, also Ich habe warum noch so ein ist bisschen eine andere Interpretation, aber die werde ich dir später geben. gut, ich hoffe, du vergisst das nicht. Nein. So. Jeden Fall, das ist die Bedeutung dieser Augenbinde. Und für mich ist die Justitia deswegen auch ein sehr kühles, sehr sachliches Prinzip. Ich wollte vielleicht noch etwas sagen zur Waage. Das wollte ich noch sagen. Und zwar hat das natürlich auch was mit dem Tierkreiszeichen Waage zu tun. Ich weiß nicht, Kirsten, das ist jetzt eine Frage an dich. Die Tarotkarte Gerechtigkeit wird auch der Waage zugeordnet, oder? Also dem Tierkreiszeichen Waage. Ja. Ja. Wobei ich da eben auch sehe, was ich einen sehr interessanten Zusammenhang finde. Es ist ja eine Göttin, die wir sehen. Ja, es ist eine Frau, die wir sehen, die abgebildet wird. Und das Tierkreiszeichen Waage, das ist ja, beginnt ja um den 23. September herum, nämlich kurz nach der Tag- und Nachtgleiche, der Herbsttag- und Nachtgleiche. Da sehe ich auch nochmal den Bezug. Ne? Tag und Nacht sind gleich lang. Und es ist auch die Zeit nach der Ernte, das heißt, danach fand oft auch Rechtsprechung statt. Also bei den Germanen zum Beispiel wurde dann zum Althing aufgerufen. Man versammelte sich. Warum erst dann nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche? Weil eben vorher noch so viel zu tun war. Da hatte man keine Zeit für Rechtsprechung. Und abgesehen davon, wenn dann jemand verurteilt wurde, hatte er auch das Nötige, um es zu bezahlen. Denn dann waren ja die Speicher, die Kornspeicher und Getreidespeicher voll. Man konnte dann schön recht sprechen. Und da finde ich es interessant, dass ja die Venus, die dem Planet, die dem Tierkreiszeichen Waage zugeordnet ist, im Chinesischen gar nicht so eine holde Schönheit ist, sondern dem Element Metall und damit dem Schwert entspricht. Ja, so glänzend wie die Venus war sie bei den Chinesen und ist sie eigentlich ein Todesstern. Das nur so mal am Rande. Ne? Und Also ich jetzt finde, so gehen. weit müssen wir gar nicht gehen. Wir können uns ja überlegen, dass Waage kardinale Luft ist. Und das Kardinale verbinde ich natürlich mit dem gezückten Schwert. Auch nur um mal zu sagen, die Waage ist nicht immer nur die friedliebende, harmonische und, ne, sondern die hat auch ein Schwert in der Hand. Und ich glaube, Eine dass die Zicke. Justiz ja eine Darstellung der Waage ist, ja, und das eben Rechtsprechung in dieser Zeit ganz wichtig war. Und Rechtsprechung ging nicht immer friedliebend und harmonisch aus. So, wir kommen dann schon dazu. Es gibt nämlich einen Fall, den haben die. Den kannten die Ägypter. Wenn sie nämlich verstorben sind, so steht es im ägyptischen Totenbuch, dann kommen sie in die Unterwelt und dann wird ihr Herz gewogen. Und wir sehen diese Szene. Der Gott Tod oder Thoth oder wie auch immer ihr ihn aussprechen möchtet, steht daneben und schreibt alles aus. Es kniet der Anubis dort und es ist eine andere Göttin anwesend. Allerdings nicht in Persona, sondern guckt mal, der schakalköpfige Anubis, der kniet in einer Waage einer großen. Auf der linken Seite ist so ein Gefäß, da ist das Herz drinnen. Auf der anderen Seite ist eine Feder auf der Waagschale. Und das ist die Feder der Göttin Maat, die Göttin der Weltordnung und der Gerechtigkeit.
Ja, und es heißt, wenn ihr verstorben seid und in die Unterwelt kommt, dann muss euer Herz gewogen werden und es muss so leicht sein, exakt genauso leicht sein wie die Feder der Maat. Ja, und So das viel. ist ja etwas, was in den Tarotkarten auch immer hineinspielt. Da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen, Genau. ne? Also das ist wichtig zu wissen, weil in den Tarotkarten ursprünglich vielleicht die Feder jetzt nicht auftaucht, aber später wurde auf genau diese Szene oft Bezug genommen. Und daher kommt da die Feder rein. Sitzt übrigens so ein kleines Äffchen obendrauf noch. Finde ich ganz süß, so ein Pavian. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Anspielung auf den Gott Tod. Ja, klar, der Affe ist ja auch mit dem Magier verbunden und der wird ja immer mit Tod verbunden. Die Feder. Ja, die Feder. Was assoziierst du mit Feder? Ja, Leichtigkeit, Luft, Fliegen. Auch wieder ein geistiges Prinzip eher, ne? Ja, also es ist ja ein mystisches fast. Also es ist Federn. Tauchen ja auch gerne bei schamanischen Reisen auf. Ne? Also wir kennen das so von den Indianern, darf ich noch Indianer sagen, von den Schamanen oder sonst etwas. Huch, was ist denn jetzt mit dir los, Christopher? Kruscht hier gleich rum ein bisschen. Ich muss was Sieht mir vorbereiten. jetzt Wollt sehr was? unbalanciert aus, wenn ich das mal sagen darf. Das, ja, es tut mir leid. Ja, also hat einerseits was, wie gesagt, mit Leichtigkeit zu tun. Andererseits, ich bin nicht so schamanisch bewandert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich weiß, dass Menschen, die sich damit beschäftigen, wenn sie Federn sehen, irgendwie auf der Straße liegen oder so, sagen, hey, da ist jetzt eine Botschaft für mich aus der Anderswelt in irgendeiner Form. Das würde ich damit verbinden. Naja, die Feder, würde ich sagen, steht eben für auch nochmal das geistige Prinzip in meinen Augen. Also auf Engelsflügel. Engelsflügel, ja, haben Federn. Aber du siehst hier, ich habe ein Bild gewählt, wo man eben schon Tintenfass daneben sieht. Die Feder ist ja auch gleichzeitig das Aufschreiben und das Festhalten. Die Ah. Feder ist ein, oder der Federkiel. Sorgt dafür, dass das Ganze eben nicht nur luftig ist, sondern dass es sich eben auch materialisiert und dass der Geist, der Gedanke zu Papier gebracht wird. Und da sehe ich schon auch einen Bezug zur Gerechtigkeit im Tarot, dass man eben sagt, es geht nicht nur darum, ein rein abstraktes Prinzip zu denken, sondern es auch zu materialisieren und Wirklichkeit werden zu lassen. Vielleicht als nächster Schritt, noch nicht unbedingt in der Gerechtigkeit selbst. Mir fällt gerade noch ein, dass die Feder natürlich auch eine ganz wichtige Rolle im Tarot spielt. Wir haben den Narren jetzt gerade in der Wait-Variante, der mit der Feder auf dem Kopf startet. Dann haben wir auf dem Tod eine Feder auf seinem Helm und dann auch bei der Sonnenkarte, bei dem Jungen eine Feder. Also ich glaube, das hat auch was mit Vitalität, vielleicht auch mit der Seele zu tun, die da den Menschen eingehaucht wird. Und sehr prominent bei den Wait-Karten sind ja auch immer diese roten Engelsflügel mit Federn. Die Farbe der Feder auf dem Kopf des Narren ist auch rot. Da bin ich immer noch dabei, für mich so eine Verbindung herzustellen. Da habe ich auch noch nie was drüber gefunden in der Literatur, aber ich glaube, da ist ein Zusammenhang. Ja, also ich glaube auch, dass wir hier, wie gesagt, das merkurische Element auch noch mit drinnen haben. Dieses Abwägen, die Gedanken hin und her abwägen, aber es auch dingfest machen. Mit einer Feder könnten wir einen Vertrag unterzeichnen. Also da denke ich, müssen wir vielleicht noch die Gerechtigkeit, also ich weiß nicht, findest du das zu weit hergeholt für die Karte Gerechtigkeit, das damit zu verbinden? Nein, wenn ich mich recht entsinne, wird ja auch gleich da bei dem Abwägen, bei der Waage der Maat, hält ja Thoth das auch gleich im Buch der Toten fest, oder? Was Genau, ja, Sache es ist. wird alles aufgeschrieben. Mit einer Feder. Ja, also es könnte auch sein, vielleicht nochmal ein interessanter Hinweis, das Buch des Lebens, in dem all deine Taten verzeichnet sind, das ist auch vielleicht etwas, was sozusagen, ja, wer möchte nicht sein Buch des Lebens lesen, liebe Kirsten? oder auch lieber nicht, man weiß es nicht. Ich möchte lieber die Bücher des Lebens der anderen lesen. Nicht das eigene. Aber dass eben doch alles, was wir tun, festgeschrieben wird. Also alles, was wir tun, wird aufgeschrieben und ist natürlich dann auch in die Waagschale zu werfen.
Ja, das ist vielleicht aber auch das, was du vorhin sagtest, Kirsten. Der Einzelfall muss ja mit berücksichtigt werden. Und so ist es ja eigentlich auch. Wenn wir vor Gericht kommen und dann habe ich eine schwierige Kindheit gehabt und bin immer der Loser gewesen und bin ich auf die schiefe Bahn geraten, dann wird das anders bewertet wie jemand, der wirklich mit kaltblütiger, eisiger Absicht einen Mord zum Beispiel begeht. Also mein Buch des Lebens, was bisher, oder man könnte auch sagen, mein Karma, was ich in diesem Leben angehäuft habe, wird schon mit in die Waagschale geworfen. Nein? Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Gut. Wir wechseln das Bild zu einem noch schwierigeren Thema, damit es ja auch nicht so leicht für dich wird, liebe Kirsten. Denn jetzt wird es noch mal kurz religiös. Am 29. September ist der Tag des Erzengel Michael. Und das wundert natürlich nicht, dass das auch noch in der Nähe der Tag- und Nachtgleiche ist. Denn auch der Erzengel Michael wird gerne mal mit einer Waage abgebildet. Und während er ist der Seelenwäger. Und wir sehen in ihm hier so ganz auch schon diese, na, du hast ja vorhin von so roten Engelsflügeln gesprochen, die sind ja auch hier so leicht rötlich an bestimmten Stellen. Da sehen wir auch, er hält die Waage auf der linken Seite, da winkt ein freundliches weißes Gesicht heraus aus der Waage. Und dann sehen wir auf der anderen Seite eine andere Szene, da sehen wir so Teufelchen an der Waagschale kleben und hängen. Ja, was machen die denn da? Ganz im Gegensatz zu unserer ägyptischen Variante, wo dein Herz aufgewogen wird und es muss sozusagen genau dieser Feder der Maat entsprechen, ist die Vorstellung beim Erzengel Michael eine andere. Die Seele muss schwer sein. Ne? Wir sehen also hier die weiße Seele. Und das heißt, die Waagschale muss sich nach unten senken, damit du rüberkommst. Ne? Wir sehen auf der anderen Seite deswegen die Teufelchen. Und die Teufelchen, die bemühen sich ganz eifrig, die Waagschale nach unten zu ziehen, damit, ja, gelingt ihnen offensichtlich nicht. Warum Also nach lachst du, der Kirsten? Corona-Liturgie sollte es uns allen leicht fallen, in den Himmel zu kommen. Es geht um die Seele, Kirsten, wenn ich dich daran Ach so, erinnern darf. Entschuldigung. Die Seele muss schwer sein. Das passt Alles natürlich klar. so für unser Empfinden gar nicht zusammen, weil wir irgendwie sagen, ja, eine schwere Seele, das ist doch nichts Gutes, ne? Aber schwer im Sinne von bedeutungsvoll, schwer und reich an guten Taten, das ist der Hintergedanke. Das Ganze geht zurück aufs Alte Testament. Da gibt es ja diese Mene-Mene-Tekel-Szene. Bitte nagelt mich jetzt nicht auf ein Kapitel fest, es sei denn, Kirsten weiß das. Mit ihrer umfassenden Bibelkenntnis kann sie sofort Kapitel und Nummer heraus. Komm noch aufs Menetekel zu sprechen, mein Mene, Lieber. mene, tekel, und dann gibt es eben diesen Spruch, du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. Und dass eben leicht auch immer auch eine negative Konnotation hat, kennen wir im Deutschen ja auch. Jemand ist leichtfertig, leichtsinnig, Bruder Leichtfuß und so weiter. Also Ja, schwer ist Spaß nicht immer mit schlecht. Christen. So, dann damit haben wir die Waage auch beim Erzengel Michael. Und jetzt glaube ich, können wir dann langsam mal zu den Tarotkarten kommen. Was hältst du davon, Kirsten? Hurra! Ja, jetzt muss Eva bitte aufpassen. Ich hoffe, du bist noch da, liebe Eva. Wir haben ja letztes Mal über den Wagen gesprochen und über das Losstarten, nachdem man Entscheidungen getroffen hat. Also der Wagen ist ja die Karte der Entscheidung. Und wenn wir jetzt das hier betrachten, dass die Gerechtigkeit die 8 ist, dann ist die 8 im Tarot, übrigens dargestellt, wie Christopher das beschrieben hat, die Konsequenz der Entscheidung. Also wir haben hier quasi schon den Gedanken eingearbeitet, dass es so etwas wie Karma gibt. Ja, der Karma-Gedanke, der schwebt ja leider gerade in der New Age-Szene etwas übertrieben über allem und ist wirklich, deswegen habe ich vorhin gesagt, schwierig, weil die Leute unter Karma ganz seltsame Dinge verstehen. Ich möchte euch gerne ganz kurz meine Definition davon geben, die ich auch immer gebe, wenn wir über die Karte Gerechtigkeit reden. Und ich kann euch sagen, die Karte Gerechtigkeit erfordert immer ungefähr doppelt so viel Zeit der Besprechung wie alle anderen Karten, weil jeder Mensch irgendwas zum Karma beiträgt, und sie die Karma-Karte genannt wird. Und das ist tatsächlich so, wenn Menschen solche Themen haben und wenn in einer Legung dann Gerechtigkeit und auch Rat des Schicksals liegt, über das wir auch noch reden werden, dann kann das durchaus was mit diesen Karma-Themen zu tun haben.
Meine Definition des Karmas ist, die habe ich mir von Rudolf Steiner entlehnt, den ich sonst nicht so fantastisch finde, aber ich fand diese Definition sehr gut. Wir alle sind hier, um etwas im Leben zu bewirken. Ja, also viele Menschen denken ja, am besten gar nichts tun, damit ich kein Karma irgendwie abbekomme. Wir sollen ja was tun, das sagt der Wagen, ne? Wir sollen Entscheidungen treffen, wir sollen unser Leben meistern und ansteuern. Und daher ist es total legitim, Dinge zu steuern und zu sagen, ich werde jetzt eine Strategie anwenden, um das zu tun. So, und dann habe ich eine Wirkung, ne? Also das Gesetz von Karma ist ja Ursache und Wirkung, ne? Was das Karmische an der Sache sein kann, und das finde ich eine gute Erklärung, ist, Rudolf Steiner vergleicht das mit einem Bogenschützen und er sagt, dass ein Bogenschütze dasteht, sein Ziel anvisiert, seinen Pfeil losschießt und im Idealfall ins Schwarze trifft, Ursache und Wirkung. Was der Bogenschütze manchmal vernachlässigt, ist, seine Sehne zu pflegen. Und je öfter er seinen Bogen spannt, umso mehr nutzt sich die Sehne ab und dann fliegt ihm irgendwann die Sehne um die Ohren. Und das ist Karma. Okay. Das finde ich eine gute Definition, weil sie uns aus diesem Gedanken herausbringt, dass wir wirklich immer total nichts machen dürfen, um nicht irgendwas auf uns aufzuladen. Und ich komme jetzt darauf, so ausführlich zu sprechen, weil die Gerechtigkeit jetzt nach dieser Durchstarte-Energie des Wagens irgendwie wirklich so eine Bremse auf einmal darstellt, die durchaus anstrengend sein kann. Möchtest du erst mal was sagen? Ja, sie sitzt ja auch, wollte gerade sagen, wollte es nur aufgreifen kurz, sie sitzt ja auch so da. Wir werden mit ihr konfrontiert. Es scheint an ihr erstmal kein Vorbeikommen zu geben. Und was sehen wir? Sie hat die Augen offen. Na? Wir sehen, sie hat das Schwert in der Hand. Es ist bereit zum Schlag. Wir sehen, sie hat die Waage in der Hand und ihre Augen sind nicht verbunden. Und ich glaube, dass die Augen dieser Gerechtigkeit nicht verbunden sind, weil es eine Gerechtigkeit über der gesetzlichen Gerechtigkeit ist. Und es ist eine Gerechtigkeit, die dich in dem Moment, wo du die Karten ziehst, direkt anstarrt und sagt, was tust du da gerade? Also könnte man auch sagen, es ist im Gegensatz zu dieser Gesetzesgerechtigkeit, ist diese Gerechtigkeit nur für dich und deswegen kann sie dich sehen. Also hier wirst du mit deinen bisherigen Taten gemessen und bemessen und dieses Urteil ist ein sehr persönliches, individuelles Urteil. Also die ganz einfache Definition der Gerechtigkeit in einer Kartenlegung ist, du bekommst das, was du verdienst. Und das ist auch, da sind wir wieder beim zweischneidigen Schwert. Sehr oft werden die Karten zu dem Ausgang von Gerichtsprozessen befragt. Wenn die Gerechtigkeit am Ende liegt, ja, und die liegt tatsächlich oft da, das ist ganz spannend, und das Gericht liegt auch oft in so einer Legung, dann heißt das, es wird ein gerechtes Urteil geben. Das heißt aber nicht, dass die Person, die fragt, Recht bekommt. Was es heißt, ist, akzeptiere dieses Urteil, denn es ist gerecht. Und das ist für die Menschen sehr oft sehr schwer auszuhalten, weil gerade wenn sie Fragen an die Gerechtigkeit richten, sie sich ungerecht, unfair behandelt fühlen. Und meistens sagt die Gerechtigkeit, tja, da musst du dir jetzt an die eigene Nase fassen, weil die Gerechtigkeit fordert dich immer dazu auf, zu schauen, was hast du zu der Situation beigetragen. Es ist auch die Karte der Midlife Crisis. Also wir können sagen, der Wagen steht für die Jugend und das, was ich alles so initiiere. Und so, ja, Ende 30 fange ich dann an, mich zu fragen, war das, sind wir wieder eingefroren? Ja, wieder da. Ja, für mich ist es, also sagen wir es so, für mich ist gerade auch dadurch, dass diese Gerechtigkeit eben keine Augenbinde trägt. Sie hat auch noch so einen komischen Zopf, das ist mir auch aufgefallen, der da irgendwie so wie so eine Schlinge um ihren Hals liegt. Kann ich jetzt, vielleicht ist das auch nur die Mode der damaligen Zeit, die da reflektiert wird. Aber vielleicht weißt du ja was dazu. Hat das was, gibt es da irgendwas dazu zu sagen? Auch eben das Schwert ist erhoben, das finde ich auch interessant. Also du wirst hier richtig
herausgefordert an so einer Stelle. Ich glaube, dass ich würde dieses nicht verbundene der Augen dahingehend deuten, sie blickt dir quasi jetzt in deine Seele oder in dein Inneres und fordert dich auch auf, selbst in dir zu forschen. Ja? Und Genau. auch die Konsequenz für all dein Tun zu übernehmen, zumindest bereit zu sein dazu. Jetzt im Zusammenhang mit dem Wagen, da breche ich ja jungfrisch fröhlich auf, bin munter, gehe in die Welt, tu dies, tu das. Und ja, dann kommt eben immer wieder die Mahnung der Gerechtigkeit, pass aber auch auf, alles, was du tust, wird seine Konsequenz haben. Nicht, dass ich da vielleicht jetzt schon damit konfrontiert werde, das kann schon sein, aber auch grundsätzlich, dass ich diesen Gedanken immer bei meinen Taten dabei haben sollte. Da kommt ein längerer Absatz von Pascal. Ich blende den mal ein, Kirsten. Das ist nochmal eine Replik auf deine Steiner-Einlassung. Das hast du jetzt davon. Ich lese es mal vor. Ja. Steiner hat auch schön Karma weg von dem späteren New Age-Gedanken der Bestrafung für schlechtes Verhalten geholt. Werde ich mit einer Behinderung geboren, dann kann dies Karma sein. Aber gerade das Besondere ist in der Regel ein gutes Karma, denn dadurch erwachen große neue Seelenregungen beim Menschen selber und beim Umfeld. So distanziert es sich etwas von der Wertung von Karma, dessen Folgen wir nicht immer überblicken und bewerten können. Genau. Ja, also da bin ich genau. Das ist was ganz Schwieriges für mich, Pascal, mit Behinderung und so. Da würde ich ungern jetzt hingehen. Weil da, ich kann das nicht akzeptieren, dass man aus karmischen Gründen eine Behinderung bekommt. Das ist etwas, was nicht in meinem Weltbild existiert. Wobei ich es auch anders noch sehen würde. Ich würde eher sagen, wenn wir Karma immer als Ursache-Wirkung verstehen, ja, und das noch auf frühere Leben bezogen sind. Also erstens muss ich ja an frühere Leben glauben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Karma heißt aber eigentlich nichts anderes als Ursache und Wirkung. Und wenn ich jetzt mal auch ohne an frühere Leben zu glauben oder etwas in dieser Art doch den Karma-Gedanken für mich für richtig halte, dann kann eine Behinderung, die bei der Geburt auftaucht, hat sicherlich auch ihr Karma, aber das muss nicht in Fehltaten von früheren Leben begründet sein. Sondern das hat natürlich auch seine Ursache, sei sie genetisch oder durch einen Unfall oder durch irgendetwas anderes. Also das heißt, du siehst mich schwer atmen, weil ich diese Diskussionen so gewohnt bin bei dieser Karte. Ja. Und also zum einen ist das ja nicht meine Definition von Karma, was du gerade gesagt hast. Es ist eben nicht Ursache und Wirkung, sondern es ist das, was wir übersehen, wenn wir eine Wirkung herbeiführen wollen. Und was wir dann, wenn wir über Reinkarnation nachdenken, auszugleichen haben, das, was wir übersehen, ja, das finde ich wichtig, weil das bringt uns dann auch weg von dem Gedanken, dass es diese karmischen Beziehungen gibt, wo man niemals rauskommt, was jeder Kartenlegerin wirklich dasteht. Entschuldigt. Nicht jeder. Gut. Also manche leben davon, Kirsten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir müssen aufpassen, auf welches Glatteis wir uns jetzt hier gerade bewegen. Ja, genau. Das ist in der Gerechtigkeit immer das große Problem. Ja, aber das ist auch Balance halten. Ne? Das ist so. Ja, genau. Ich habe wirklich ein Problem, wenn Menschen mich anrufen und sagen, also das Gespräch geht so, da ist dieser Mann oder da ist diese Frau, ich weiß, es ist karmisch, aber es klappt irgendwie nicht. Und dass diese Verbindung von Karma und nicht klappen, die finde ich so furchtbar, weil sie die Menschen so aus ihrer Eigenständigkeit hebt. Mhm. Dass ich da echt, das ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Aber wir haben es natürlich auch angelegt in der 7, in der wir total frei sind, etwas zu tun und die Gerechtigkeit, die uns dann Knüppel zwischen die Beine wirft. Genau, Pascal, ja. Wir besprechen das persönlich. Mach doch mal das nächste Bild. Ganz kurz, jetzt muss ich anders dazu sagen. Doch. Ich glaube, es ist der wichtigste Punkt und darauf können wir uns sicherlich einigen, Karma als Bestrafung zu betrachten, da sind wir uns einig,
Das ist es nicht. Ja, das wird aber gerne oft gesehen, wenn dir irgendwie gesagt wird, ja, das ist halt dein Karma, ne, dass du jetzt hier mit roten Haaren auf die Welt gekommen bist, selbst schuld, in deinem früheren Leben hast du irgendwas Schlimmes getan. Na, und so würde ich zum Beispiel sagen, das muss man rausnehmen als allererstes, die Bewertung, ja, sondern deswegen bleibe ich mal, ich bleibe bei meinem Ursach- und Wirkungsprinzip, weil ich das als ein ganz neutrales Prinzip sehe, also ohne Bewertung ist halt so, ich lasse eine Kugel fallen, dann fällt sie zu Boden, das ist Karma der Kugel, da kann sie nichts dafür, aber so ist es nun mal. Der Gegenpol kommt ja noch. Ich sage ja nicht, dass diese Karte sagt, es ist nur Karma alles, sondern wir haben ja auch einen freien Willen und der steht vielleicht manchmal in Konkurrenz mit Karma. Ne? Vielleicht kommt der ja noch vor oder ist er im Wagen schon abgedeckt? Der freie Wille ist ziemlich im Wagen enthalten, ja. Ja, da können wir doch auch sagen, da hätten wir doch einen schönen, bei diesen beiden Karten doch zwei gute Pole. Ne? Freier Wille gegen die Gesetzmäßigkeiten, denen du dich aber auch beugen musst. Ja. Könnte man das so sehen? Aber ich erlöse dich jetzt. Na, es ist der freie Wille gegen den Willen anderer. Hier laufen viele freie Willen durch die Gegend, aber nicht alle können, wie sie wollen, weil immer noch was gegen sie kommt. Und das kann man auch als Gerechtigkeit sehen. Ne? Also sehen wir in der Gesellschaft gerade sehr schön, wie viele freie Willige da durch die Gegend laufen, aber deswegen nicht unbedingt ihren freien Willen bekommen. Mhm. Ja, es wird Zeit, dass wir uns... Du wolltest die nächsten Karten. Ja, ja. Ich beiß mir schon auf die Zunge. Warum? Warum eigentlich, ja. Aber wir kommen schon noch drauf. Ja, also hier sehen wir jetzt die Tarotkarten, die ja die Tarotszene am meisten beeinflusst haben. Auf meiner Seite sehen wir die von Crawley und Frieda Harris, die nicht Gerechtigkeit heißt, sondern Ausgleichung. Und auf der anderen Seite sehen wir die Karte von Wade und Pamela Coleman-Smith, die Gerechtigkeit heißt, genau. Ja, zwei sehr unterschiedliche Varianten bei der Crawley-Karte. Wir gehen da, glaube ich, nur kurz drüber, weil wir müssen ja noch die anderen Sachen uns angucken. Sehen wir tatsächlich die Göttin Maat dargestellt. Sie lehnt sich auf das Schwert Thelema und es ist wirklich sehr schön symmetrisch angeordnet, die ganze Karte. Wir sehen die Waagschalen auf Höhe dieser Mitte des Oktaedons und sie symbolisiert halt wirklich die Balance des gesamten Universums. Eine sehr coole Karte, wie ich finde. Die Federn hat sie auch, ne? Als ihre Augenmaske. Sind alle Symbole drin. Bei der Karte von Wade, wenn wir jetzt nochmal an den Wagen denken, auch bei Wade, hat einen ganz gelben Hintergrund. Da sehen wir das Thema der Gerechtigkeit dadurch inszeniert, dass quasi über dieses Gelb des Wagens jetzt ein roter Vorhang gezogen wird. Die Gerechtigkeit selbst ist auch wieder in Rot gekleidet, wie schon der Herrscher und der Hierophant, also eine Persönlichkeit der Macht. Und wir haben hier wieder den direkten Blick. Ne? Bei der Maat von Crawley ist es schon ein bisschen verbunden, die Augen. Und wir haben hier auf der Krone einen Stein, der quasi so auf das dritte Auge anspielt und somit wieder auf die höhere Gerechtigkeit hinweist. Und hier kommt jetzt die Kabbala mit ins Spiel. Denn wenn wir den Lebensbaum kennen aus der jüdischen Kabbala, dann sehen wir, dass die Säule, wo das Schwert ist, die Säule der Strenge heißt und die, wo die Waage ist, die Säule der Güte. Und in der Mitte sitzt sie vor zwei neutralen Säulen. Ist das eine Sie oder ist das nicht vielleicht auch Salomon? Nee, Salomon wird gerne mit dem Ritter der Schwerter, König der Schwerter in Verbindung gebracht. Ich glaube eher, es soll eine Frau darstellen. Ich bin ziemlich sicher, dass es... Ich weiß nur, weil sie auch eine Krone auf hat natürlich und da vielleicht so ein royales Prinzip.
Ja, die Krone gibt es in verschiedenen Varianten im Westminster-Tarot. Die geschlossene Krone des Herrschers weist auf irdische Macht hin, die geöffnete Krone, wie hier, weist auf überirdische Macht hin, also wie so ein offener Kanal. Also auch hier eine Anbindung an Höheres wird hier natürlich angedeutet. Ich finde auch interessant, dass die Gerechtigkeit so eine Schuhspitze nach vorne zeigt, also als ob sie im Begriff sei, auch aufzustehen, wenn es sein muss. Ja, Ja, sie hat also. den rechten Fuß nach vorne, Ja. genau. Ne? So, sie ist sprungbereit, das Schwert auf dich Richtig. nieder Also zu. da ist so eine latente Dynamik drin, während natürlich die Karte von Crowley also zunächst im ersten Augenblick extrem statisch, weil so geometrisch wirkt. Aber man sieht ja auch, dass diese Maat auf ihren Zehenspitzen steht und daher dieses subtile, fragile Gleichgewicht verkörpert, von dem ich vorher schon sprach. Das durch einen Windhauch schon aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Wer schon mal versucht hat, längere Zeit auf Zehenspitzen zu stehen, der weiß, dass das, es sei denn, man ist Balletttänzerin oder Balletttänzer, durchaus ein schwieriges Unterfangen in Sachen Balance ist. Und auch hier tatsächlich die verschleierten Augen, also hier greift Crowley Harris auf, dass hier auch das ohne Ansehen ist. Mir ist übrigens noch eingefallen, es kann auch sein, wann ziehen wir denn Augenbinden auf? Kirsten, in welchen Situationen ziehst du mal eine Augenbinde auf? 50 Shades of Grey. Ich wusste, dass du diese Assoziation hast. Manchmal zieht man eine Augenbinde auch auf, wenn man gut schlafen möchte oder wenn man nach Ach. innen blicken möchte. Ja? Also zum Beispiel Ja. bei schamanischen Reisen, die dir jetzt nicht so vertraut sind, wie du schon zugegeben hast, darum sehe ich dir das jetzt mal nach, dass du das nicht weißt, kann ich eine Augenbinde aufziehen, um besser meine Sinne nach innen zu richten. Und ich glaube, dass das auch nicht nur ohne Ansehen der Person, sondern ich blicke auch nach innen und fühle in mich, wie ist die Resonanz an dieser Stelle mit dem, was ich gerade erlebe. Aber wir sind da nicht so weit entfernt von 50 Shades of Grey, ehrlich gesagt. So, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier Crowley und Wade gehabt. Jetzt gibt es noch die Frage, die alle beschäftigt, die ganz verzweifelt sind, dass ihre Karte Nummer 8 nicht die Gerechtigkeit sind. Kirsten, bitte klären Sie uns auf. Also, die alte Ordnung nach dem Karten der Marseillaise Ordnung, also die französische Variante, die hat die Gerechtigkeit nach dem Wagen etabliert. Und das ist das System, das halt sich in Europa verbreitet hat. Im Zuge der Entstehung der Karten von Wade und Smith hat Wade eine Vertauschung von Gerechtigkeit und Kraft vorgenommen. Also bei ihm ist die Kraft die 8 und die Gerechtigkeit die 11. Das hat er aus verschiedenen Gründen gemacht, unter anderem dem astrologischen Grund, dass wie du schon richtig gesagt hast, die Gerechtigkeit gut zur Waage passt und die Kraft gut zum Löwen. Und wenn man die beiden vertauscht, dann kann man sehr schön durch den Tierkreis wandern. Ja, wir fangen beim Herrscher mit dem Widder an, dann kommen die Zwillinge bei den Liebenden und dann kommt der Mond beim Wagen und jetzt der Löwe bei der Kraft. Und die Sinnhaftigkeit, Pascal, dieser beiden Systeme, die ist wirklich hinterfragbar. Ich habe natürlich auch gelernt, dass die 8 mehr Sinn macht nach mit der Gerechtigkeit, aber tatsächlich macht die Kraft auch super viel Sinn, wenn du dir mal überlegst, dass der Wagen die Karte der Jugend ist, ja, und jetzt schöpfe ich hier aus dem Vollen in meiner Jugendzeit, ich lebe in meiner Kraft. Ich finde es fast schwieriger, da zu argumentieren, dass die Kraft kurz vorm Gehängten kommt, kann man natürlich auch gut argumentieren, aber für mich macht diese Reihenfolge eigentlich auch gut Sinn und dann habe ich die 11 als Gerechtigkeit. Und dann die 12 als den Gehängten. Macht Sinn für mich. Könnte Und auch wir müssen Sinn auch machen. dazu sagen, dass das so eine Sache ist, die nur in mal wieder so hauptsächlich in Deutschland diskutiert wird. Amerika, ich habe da schon mal ein paar amerikanische Kartenleger zu gefragt, die denken überhaupt nicht über diese Möglichkeit nach, dass das da unterschiedliche Systeme gibt,
gibt. Und wenn ihr amerikanische Bücher lest zum Tarot, dann werdet ihr auch immer diese andere Zuordnung finden. Wie ist es bei Crowley? Da ist die Ausgleichung die 8. Die Ausgleichung ist die 8, genau. Ja, der hat sich nach dem alten System gehalten. Wieder andere Austauschungen vorgenommen, vor allem zwischen Stern und dem Herrscher. Mhm, genau. Ja, dann würde ich sagen, nächste Karte. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben tatsächlich. Ja, ne? Auch. Ja, das ist von deinem Lieblingskünstler Robert Place. Soll ich dir sagen, warum ich mir den Namen nicht merken kann? Sag mal. Weil ich bei Robert M. an Robert Smith denke die ganze Zeit. Das Place kommt mir so nicht in den Sinn. Aha. Und ich verstehe. War Robert Smith. Egal. Und hier seht ihr jetzt die kabbalistischen Attribute wieder der Gerechtigkeit, die wir auch schon eben bei dem Waite-Smith-Deck angesprochen haben. Christopher, das ist ja dein Spezialgebiet. Möchtest du da noch näher was zu sagen? Mir fällt nur auf, dass er Robert M. Place die Säulen vertauscht hat. Ja, also das heißt, wo bei dem Waite-Tarot die Waage auf der rechten Seite ist, ist sie auf der linken und das Schwert genauso. Ja. Könnte daran liegen, dass wir vielleicht eine andere Perspektive gerade einnehmen. Ne? Wir sind praktisch vielleicht schon mit ihr durch die Säulen durchgegangen. Und ja, ich denke mal, da wird viel gespielt mit Feuer und Wasser als Ausgleich in der Alchemie. Wir sehen unter Dispositio, sehen wir eben auch das Schwert nochmal ganz anders dargestellt, nämlich als Waagbalken selbst. Und wir sehen auch das merkurische Symbol der beiden Schlangen, die sich umkreuzen. Ich denke mal, das können wir mal so stehen lassen, einfach mal zu sehen. Alchemistische Symbolik liegt in den Tarotkarten auch, auch drinnen. Ich habe ihn immer als Plake ausgesprochen. Auch schön. Auch schön. Warum eigentlich nicht? So. Ja, da können wir, glaube ich, kurz drüber streichen. Mhm. Hier sehen wir halt eine moderne Variante der Gerechtigkeit und ja, persönlich weiß ich gar nicht, ob mir das jetzt so gut gefällt, muss ich sagen. Ich finde ja das Modern Witch Tarot, was wir hier sehen, wirklich sehr schön, aber ich finde gerade diese archetypischen Gestalten wie die Gerechtigkeit, wie Glück oder sonst etwas, da wäre es mir fast lieber, wenn sie dann noch so was Überpersönliches bekommen als Attribut und nicht einfach so eine Allerweltsgestalt da sitzt. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich tue mir auch sehr schwer mit der Karte, zumal ich das irgendwie so gar nicht mit dem, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, in jeder Facette, die wir heute besprochen haben, wiedererkenne. Also ja. Es ist mir zu leger, es ist mir zu locker, in Sneakers da sitzend. Aber ich denke auch, dass Lisa Stirl sich natürlich was dabei gedacht hat und versucht hat, das Ganze mehr in ja im modernen Gewand zu geben. Möglicherweise heißt es auch, dass jeder sein eigenes Gerechtigkeitsempfinden hat. Ja, und da sind wir an einer ganz gefährlichen Ecke. Ja. Schon wieder? Was ja, mir fällt dazu ein, dass die, sie ist ja für die Transgender-Bewegung sehr stark unterwegs, ne, und wir ja gerade wirklich Shitstorming haben und da kann jeder im Augenblick jeden niederbringen, egal ob es gerecht oder ungerecht ist oder ob es ein bisschen weiter gedacht ist als zur eigenen Nasenspitze. Von daher passt die Karte auch wieder. Ja, wir haben ja generell so dieses Prinzip, dass immer der betroffen ist, entscheidet, ob es ein Crime ist oder nicht. Ne? Also da gibt es keine übergeordnete Gerechtigkeit mehr im Sinne von, du darfst jetzt dies oder jenes nicht mehr sagen und dies und jenes ist erlaubt, sondern jeder darf sozusagen sich betroffen fühlen und dem anderen damit auch eigentlich ein bisschen, ich meine, vielleicht bewege ich mich da auf Glatteis, aber so im Sinne einer Lynchjustiz ist man da momentan relativ schnell dabei. Du sagst irgendwas, weil du dein Leben lang es so gewohnt warst und auf einmal ist es verkehrt und ein anderer hat das Recht, über dich zu urteilen. Ja, da sehen wir das Resultat, wenn Gerechtigkeit nur aus Emotionen besteht. Ja. Und danke für die Eselsbrücke, Anna. Das wird mir helfen. Kirsten wird das nächste Mal prüfen, ob es funktioniert hat.
Cancel Culture ist das Stichwort, Pascal, Genau. ganz genau. Und da sehe ich, ich bin da immer so hin und her gerissen. Ich stehe da noch nicht stabil auf Zehenspitzen, muss ich sagen, und kann die Balance halten. Ich kann immer die Beweggründe von Leuten verstehen, wenn sie sich auf irgendeine Art und Weise betroffen fühlen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass das Ganze dann Ausmaße annimmt. Da graust es mir. Ja. Ja, dem kann ich zustimmen. Ja, jetzt sehen wir hier noch die beiden Beispiele. Eins von Robert M. Place, das Raziel Tarot. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wen er hier jetzt darstellt als Gerechtigkeitsperson. Ich finde die Karte nur einfach ästhetisch sehr ansprechend. Und das daneben ist das Röhricht Tarot. Und da sehen wir die Augenbinde mal. Deswegen haben wir das auch mit reingenommen, einfach mal, um ein Tarot mit Augenbinde zu zeigen. Ich finde ja, sie sieht aus wie Prinzessin Leia. Und sie hat sogar so ein Lichtschwert, so ein cooles dabei. Und die Karten entstanden ja auch in der Zeit, als Krieg der Sterne, also damals hieß es noch Krieg der Sterne, herauskam und sehr gehypt wurde. Und ja, ich mag diese Karte sehr. Vor allem finde ich spannend, dass dieses Schwert hier in dem Falle zu einer Seite ausschlägt. Und halt darauf hinweist, dass auch hier vielleicht demnächst zugeschlagen wird. Und das ist einfach auch die Bedeutung der Karte nochmal. Also wirklich merkt euch die Gerechtigkeit im Tarot. Du wirst gerichtet, erkenne deinen Anteil an, dann wird das gut für dich verlaufen, verweigere deinen Anteil an der Sache und dir werden die Hände wirklich, dir wird das aus den Händen genommen, was da passiert. Und beide, Robert M. Place und Röhrig, haben die Gerechtigkeit mit der 11 identifiziert und nicht mit der 8. Ja. Folgen also der Weightschen-Symbolik. Ja. Interessant ist, dass er die Rune Nauthis gewählt hat, Röhrig, an dieser Stelle. Oben rechts findet ihr sie blau eingezeichnet. Nauthis ist ja als Rune die Rune der Notwendigkeit. Also das heißt, dass es oft zwingend zu einem Ausgleich kommen muss, zu einer Kurskorrektur kommen muss, damit die Not sich wenden kann. Auch das ist nochmal so ein Impuls. Gerechtigkeit ist nicht immer nur ein Spiel des Geistes und der Gedanken, sondern manchmal ist Gerechtigkeit, etwas wieder ins Ausgleich zu bringen, ein notwendiger Gedanke, damit die Sache weitergehen kann. Notum das neidliche Schwert. Richtig, Kirsten. Die Wagnerianer unter uns werden jubilieren. Und was bedeuten die Symbole auf der Schürze beim Place-Bild? Das sind hebräische Buchstaben. Da würde ich dich bitten, mich persönlich erstmal zu entlassen in der Deutung. Ich weiß nicht, ob Kirsten das weiß, aber wir werden es Mühe geben, künftig hebräische Buchstaben deutlicher einfließen zu lassen. Vielleicht hat sie auch nur sich beim Backen bekleckert. Kirsten, das ist unwahrscheinlich. Bei Robert M. Place, ich übe den Namen, du merkst schon. Ja, ein letztes noch, bevor wir zu unserem allseits beliebten Orakel kommen, denn ihr sollt nicht unbeorakelt in euren Tarot-Sonntag gehen. Wir haben eine, finde ich ganz witzig, hier wieder die 8. Ich weiß nicht, welches Tarot das ist, was Also so witzig grafisch ist das ist. nicht. Das ist das Magical Tarot meines persönlichen Lehrers, Tony Willis. Deswegen nicht witzig. Nicht witzig, nein, Okay, sondern. okay. Nein, es ist von Tony Willis und Anthony Clark. Es ist leider nicht mehr druckbar, noch für 400 € irgendwie zu erhaben, wenn man es haben möchte im Bisschen teuer. Secondhand. Weil die Druckplatten bei einer Überschwemmung zerstört wurden. Und es ist ein magisches Deck, wie der Name schon sagt, Magical Tarot, das nach magischen Prinzipien funktioniert. Und wir sehen hier eine sehr starke Anspielung an die Crowley-Karte, ne? Und du wolltest noch was zu dem Namen der Karte sagen? Ja, ich finde Adjustment, das ist ja so das, was auch, weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, bei Crowley heißt es da auch Adjustment? Oder ist es da, ich glaube, es heißt Ausgleichung, Ausgleich. nee, Adjustment ist es nicht. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Vielleicht Ausgleichung fällt es ist. dir noch ein, ich weiß es nicht genau. Ich finde aber Adjustment ein schönes, also das Justieren ist da drin. Adjustment, ne? Justice, Adjustment. Dieses Spiel gefällt mir gut, dass man so sagt, es geht darum, also Adjustment ist mehr wie Ausgleichung, es ist auch
Anpassung oder Regulierung. Da ist so ein systemisches Prinzip dahinter. Das gefällt mir sehr gut. Und ich finde, Ja. dass die Karte hier zwar verbundene Augen hat, aber der kann durch seine Maske durchgucken. Das ist eher so Ja. eine Das ist aber bei der Karnevalsmaske. Maat bei Crawley auch so. Ah ja, die kann auch durchgucken. Ja, auch schön. Auch der Mond taucht aber hier noch mal auf und drüber steht Daughter of the Flaming Sword. Das ist der Golden Dawn-Titel. Die Karten haben ja alle Beinamen bekommen vom Golden Dawn, verschiedene Beinamen sogar. Wo du jetzt gerade noch den Mond erwähnst, ne? Der Mond und die Waage ist natürlich das Emotionale dann wieder gegen das Logos-mäßige des Schwertes. Und man darf nicht vergessen, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Mond in der Waage erhöht. Ja, also da gehört er auch Ich rein. habe das auch gerade überlegt und wollte es dann aber nicht sagen, weil ich dachte, ist es nicht der Stier, die Erhöhung? Kann auch sein, ja. Nee, Irgendwas mit Saturn ist in der Venus. Waage erhöht. Saturn ist in der Waage Saturn. erhöht, völlig richtig. So, und dann kommt noch das Druidcraft. Ich muss Ich aber auch bin zur gleich wieder Gerechtigkeit. da. Ich Entschuldige. hole nur was außerhalb des Bildschirms. Moment. Saturn passt auch zur Gerechtigkeit, ne? Jetzt ist der Christopher wieder weg und lässt mich hier alleine. Und ich erzähle euch einfach die Karte, die daneben ist, während der Christopher wieder da ist. Nämlich, das ist wieder aus dem Druidcraft-Tarot. Und das ist, ja, es ist nicht meine liebste Darstellung der Gerechtigkeit, aber was ich sehr cool an ihr finde, ist diese Betonung der Füße, die halt so eine, diese Dynamik des Gleich geht's los sehr schön darstellt. Wobei ich ja finde, dass sie ein bisschen zu entspannt für eine Gerechtigkeit da sitzt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Eule natürlich noch dabei ist. Und damit haben wir so einen Athena-Aspekt, vielleicht auch der Aspekt eben der Weisheit, eine weise Entscheidung. Wir werden mal sehen. Liebe Kirsten, ich glaube, angesichts der Zeit wird es dringend nötig, dass ihr da draußen jetzt aktiv werdet. Also, denn ihr entscheidet euch nun entweder für Kirsten oder für mich. Dies soll euer Tarot-Orakel sein. Und ihr könnt das still und heimlich tun oder ihr könnt das laut verkünden in den Kommentaren. Ja. Ich nehme heute, weil ja Pfingsten ist, ne, das Gral-Tarot. Kirsten trumpft hier wieder auf. Wie soll ich da dagegen halten? Ich nehme wie immer mein allseits beliebtes Brady-Tarot. Ja. Ah, Pascal sagt gerade noch, dass es bei Crawley auch Adjustment Auch heißt. Adjustment. Sehr gut. Genau. Ja, ihr dürft wieder von euch aussuchen, wen ihr nehmt, ne, als Nachricht. Und das ist, machen wir doch einfach eine Wochenkarte, oder? Oder wie ihr Ihr habt euch eine verhalten solltet, Gerechtigkeitsfrage. wie ihr euch verhalten könnt, um besonders gerecht Genau, so kann durch man es auch sagen. kommende Zeit zu gehen. Was brauche ich? Monika ist klug. Die wählt jetzt mich und am Mittag dann Kirsten. Ja. Super. Das ist übrigens eine kluge Entscheidung. Kirsten ist ja heute noch ein paar Mal zu sehen, zumindest einmal hier für alle auf dem Kanal der Mantika, heute mit dem Wochentaroskop. Ja, aber heute erst um 18 Uhr. Heute erst um 18 Uhr. Also, in jedem Fall, ich werde eine Karte ziehen. Hast du schon gezogen, Kirsten? Ich habe jetzt gezogen. Okay, Ich dann fange mach ich einfach auch. schon mal an. Du fängst schon mal an. Und ich habe für die Nachricht, gerecht durchs Leben zu gehen, ne, die fünf der Gefäße gezogen. Dieses Tarot stellt halt hauptsächlich so Tempel, Sagen nach und die Suche nach dem Gral. Und das finde ich hier ganz schön dargestellt, dass es geht auch immer um Erleuchtung bei diesen Karten. Und die Karte sehen wir hier, also bei der Fünf der Kelche, die das ja normalerweise ist, geht es ja immer darum, dass man etwas loslassen soll, um etwas anderes, Neues zu erhalten. Und das sehen wir hier auch angedeutet. Sorry, dass ich hier so rumwackle. Wir sehen halt jemanden, der irgendwie uns anschaut, wie die Gerechtigkeit übrigens, und sich vielleicht auf was ganz anderes konzentriert. Und im Hintergrund kommt dieser Engel schon angeflogen mit einem neuen Gefäß. Für mich ist das die Nachricht, dass ihr möglichst jetzt, wenn ihr irgendwie gerade etwas habt, von dem ihr Abschied nehmen müsst, vielleicht auch, oder wo ihr merkt, das hätte ich ganz gerne noch, aber es klappt nicht, dass ihr sagt, ich lasse es los. Und ich fixiere mich darauf, was jetzt als nächstes für mich kommt. Ich schaue nach vorne,
ich schaue mir die Zukunft an und dann kommt von hinten schon was angeflogen und wird euch beglücken. Gut, dann habe ich hier gezogen aus dem Brady Tarot die 4 der Pfeile, benannt nach dem, also genannt The Withdrawal, also der Rückzug. Und das entspräche den 4 der Schwerter im Übrigen. Und ja, die Bedeutung, die was wir hier sehen, ist, wir sehen 4 Pfeile, die auf einen Baum gerichtet sind. Aber wenn wir genau hinschauen, dann ist das eine gar kein Ast, sondern ein Tier, nämlich ein Vogel. Er nennt sich der große Potu und ist ein südamerikanischer Vogel, dessen hervorragende Eigenschaft ist, sich sehr gut an seine Umgebung anpassen zu können. Und so lautet die Botschaft der Karte, dass man sehr vorsichtig vorgehen muss im Augenblick, sogar in Erwägung ziehen sollte, mit dem, was man gerade tut, aufzuhören, also eine Pause einzulegen, weil man gerade angegriffen wird oder weil mit einem Angriff zu rechnen ist. Und es besser ist, erst einmal abzuwarten, wie stark der Angriff ist, bevor man weitergeht. Ja. Und hier sieht man, dass man sich eben gut an die Umgebung anpassen sollte, vielleicht eben einen Moment nutzen sollte, ja, dieser Attacke durch, wie sagt man da, Mimikrie zu entgehen. Einfach mal still halten. Cancel Culture. Cancel Culture. Durch, auf alle Fälle sich sozusagen zurückzuhalten. Allerdings sollte der Rückzug nicht nur befristet sein. Wenn die Attacken nachlassen, dann eben gestärkt weiter zu tun, was man gerade getan hat. So, dies sozusagen als Bild für alle, die mich gewählt haben. Ja, erwähne hier gerade nochmal Kohlgrub, die sagt, dass es für mich zum genau richtigen Zeitpunkt kam, heute die Gerechtigkeit. Das habe ich heute Morgen auch gedacht. Das ist eigentlich perfekte Karte, um heute über Gerechtigkeit zu sprechen, bei Kohlgrub und mir. Wir kennen uns gut. Ist gerade gestern etwas passiert, was Richtung Gerechtigkeit ging und das macht mich auch sehr froh. Deswegen bin ich heute so guter Laune. Ja, ich auffallend. Ja, in dem Sinne, liebe Kirsten, eine kurze Vorschau auf dessen, was heute noch passiert bei dir. Genau, also was passiert ist, wenn ihr euch für Tarot interessiert, aber ich glaube, das ist jetzt schon durch, die World Divination Association macht heute einen Open Day, wo man kostenlos in einer geschlossenen YouTube-Gruppe Referate hören kann auf Englisch und ich werde um 14 Uhr dort über Jane Austen und Flirten im Tarot reden. Um 18 Uhr bin ich online mit dem Wochentaroskop und um 20 Uhr bin ich heute auf dem Kanal des Tarotverbandes und werde mit Joe Montego aus den States über Tarot und Tanz sprechen. Mhm. Und wo ich gerade beim Tarotverband bin, möchte ich erwähnen, dass Christopher Weidner am 13. Juni bei unserem Tarot-Sonntag über den Stern und ich nehme auch stark an, über den Herrscher reden wird, denn er wird was zum Tamuz ist nicht der Stern oder so sagen. Zaddi ist nicht der Stern. Verzeihung. Dieser Tarot-Sonntag ist auch ein exklusiver Tag, wo wir nur über Tarot reden werden und zwar auch geschlossen. Es kostet 40 Euro, wenn ich mich recht entsinne, aber es ist wirklich ein total cooles Programm mit ganz tollen Tarot-Leuten. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschauen würdet. Christopher wird das in den Shownotes verlinken. Genau. Also wie gesagt, da könnt ihr mich hören. Ich denke, dich, Kirsten, auch. Ja, du wirst auch etwas erzählen. Was wird dein Thema sein? Magst du das schon verraten? Ja, ich bin noch nicht so richtig über den Titel klar, aber es wird um den Stern. Es dreht sich alles um den Stern und die weibliche, die erogenen Zonen drehen. Oh Gott, was für eine Veranstaltung bin ich geraten. Ist vielversprechend. Überhaupt sehr vielfältig, was heute zu bieten hat. Da ist ein bisschen Tanz dabei. Da ist heute ein bisschen Jane Austen und Flirten dabei. Also ganz spannend. Ich werde mich bemühen, dies so schnell wie möglich in den Shownotes zu verlinken, damit ihr das auch finden könnt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich jetzt erst einmal nach einem entspannten Pfingsten. Ja. Bist du denn heute noch online?
Ich bin heute wahrscheinlich online. Ich möchte es fast nicht versprechen, weil ich so in den Vorbereitungen stecke. Wir haben morgen Abend ja unsere erste Vollmond-Episode mit Yonanda Latura und mir. Da gibt es einiges vorzubereiten. Die Resonanz ist überwältigend und daher das muss gut werden. Daher habe ich mir heute mal den Tag so freigehalten, das wirklich gut werden zu lassen. Sollte es aber alles gut laufen, dann werde ich heute Abend auf dem Schwesterkanal Phoenix Astrologie heute nochmal dabei sein und ein Mystery-Horoskop machen. Das habe ich jetzt die letzten Male ein paar Mal vernachlässigt. Aber es heißt nicht, dass es aufhört. Nur, dass ihr wisst, ja, genau. Wir sind ganz furchtbar aufgeregt, liebe Lapis Lazuli, aber es wird bestimmt gut. Morgen Abend ist es soweit. Wer sich dafür interessiert, einfach auf die Seite der Geheimnisakademie gehen und dort unter Vollmondzauber sich angucken, was wir da anzubieten haben. Ja, in diesem Sinne, Kirsten, glaube ich, das war's. Ich hoffe, ich vergesse nicht, einen Link in die Shownotes zu setzen, aber Kirsten, du wirst mich sicherlich daran erinnern, falls etwas falsch ist. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder. In 14 Tagen ist es wieder soweit. Der Tarotgarten öffnet ein neues Kapitel, eine neue Begegnung. Und das wird natürlich der Eremit sein. Oder, Kirsten? Ganz genau. Spannend, tolle Karte. Und euch allen einen wunderschönen Pfingstsonntag und einen entspannten Pfingstmontag. Habt eine gute Zeit.